wenn es doch jetzt gerade schon so gut läuft, hier auf Karpfen, schön, einfach, simpel, mit Pop-Up-Mais, ohne Futtermische. Welche Futtermische können wir denn jetzt dazu noch reinballern, damit es einfach noch besser läuft? Also, die Frage nach der passenden Futtermische ist natürlich immer so ein bisschen ein Ding und letzten Endes kann man es einfach nur ausprobieren. Ausprobieren, natürlich gibt es immer so ein paar Basics, ein paar Regeln oder ein paar Erfahrungen, die man schon gemacht hat, welche Basis für Futtermischen geeignet sind oder lässt man vielleicht sogar Basis komplett weg. Je nachdem, wie weit man da im Skill ist, kann man ja auch durchaus mal, wenn man dann PVA herstellt, die Basis weglassen. Hier in dem Fall ist es jetzt so, dass es ein Spot, der ein bisschen auf Frequenz geht. Ich bin hier gerade hinmarschiert, habe ein bisschen rumprobiert, also die ersten paar sind reingegangen, immer noch so in der Testphase. Dann hat sich rauskristallisiert, welche Aromatik funktioniert. Und ich glaube, hier sieht man es im Minutentakt oder eben auch mehr als nur eine Minute hier, ein Fisch nach dem anderen. Also richtig schön gute Frequenz jetzt gerade hier in den Morgenstunden. Zack, next. Und das Ganze, wie gesagt, ohne Futtermische. Einfach nur Mais genommen. Aaland auch mit da drin. Einfach nur Mais genommen und raus damit. Wenn jetzt hier der Aaland drin ist, dann kann man sich ja schon ungefähr vorstellen, was da für ein Köder dran ist oder in welche Richtung der Köder geht. Genau, es geht ins Fischige. Also, fischige Aromatik, in dem Fall jetzt hier gerade Lachs. Und mit dem Lachs, da lübt es dann auch schon wieder richtig gut. So soll das ja auch. Ich werfe hier gerade nur 9 Meter weit aus. Also ganz flach ausgeworfen. Ein richtig schöner Spot für hohe Frequenz. Wer es noch nicht gesehen hat oder erkannt hat, hinten an den drei Bäumen, 132, 147, das ist die Position hier oben. Meine zweitliebste Position. Super, ich finde sie super, weil man eben hier drei Stellen aktiv beangeln kann. 9 Meter, so um die 15 Meter und dann nochmal weiter so in Richtung 25 oder 30 Meter. Also diese drei Entfernungen kann man sich hier schön aussuchen und dann einfach mal gucken, wenn die erste Entfernung jetzt hier auf 9 Meter vielleicht irgendwann mal durch ist, dann werft man mal einfach raus in Richtung 15 Meter und so weiter und so weiter. Also dann einfach mal ein bisschen testen und gucken, ob auf weitere Entfernung dann noch wieder ein bisschen mehr geht mit der gleichen Köderkombi und gegebenenfalls dann mit der gleichen Futtermische. Ja, testen natürlich immer ohne Futtermische, weil wir ja nichts anfangs beeinflussen wollen, sondern wir wollen gucken, was auf diesem Setup funktioniert. Simples Setup, 1er Haken, nur mit Mais. In diesem Fall jetzt hier Mais Lachs. Also Lachs Pink und das Ganze hier mit würzigem Spicy Salmon. Also würziger Lachs als Dip. Das ist die Kombi. Und nichts anderes drin, kein Futter drin und kein gar nichts. So, was machen wir denn jetzt? Wir nehmen jetzt für Karpfen, und weil wir ja auf Frequenz aus sind, wir wollen ja schön viel Frequenz, ein nach dem anderen, gar nicht so unbedingt die dicken Brocken, sondern ich habe immer Bock auf Karpfen mit Frequenz. Zum einen ist es praktisch, wenn man gerade noch Skillpunkte braucht fürs Grundangeln, dass man da was zieht. Zum anderen hat man eben auch die Chance, dass da viele Seltene natürlich auch mal reingehen, weil man einfach Gas gibt. Wenn wir jetzt hier mit den Bällchen anfangen, müssen wir natürlich eine Mische als Basis sozusagen hier mit verwenden. Also, das ist wichtig, da kommen wir nicht drum rum. Wenn wir später dann hier Trockenmische verwenden, nein, ist eine Basis nicht notwendig. Was ist der Vorteil ohne Basis? Pulvert das nicht so weit aus, streut das nicht so sehr. Und wir locken weniger kleine Fische an. Muss man jetzt natürlich überlegen. Das ist dann vielleicht eher zu verwenden, wenn man hier nur große Partikel nimmt. Vielleicht noch geschredderte Boilies mit dazu. Große Feed Pellets mit rein. Und das dann verwendet, wenn man auf große Karpfen aus ist. Wenig Frequenz,
größere Fische, vielleicht einen etwas größeren Haken verwenden und größere Boilies. Und dann lüppt das eben auch hier mit einer großen Mische. Aber jetzt im Moment geht es halt, wie gesagt, um Frequenz. Und deswegen nehmen wir jetzt auch hier einfach nur die ganz normale Mische, die wir dann eben auch von Hand austragen. Hier auf 9 Meter. Das ist so halb aufgeladen, vielleicht ungefähr. Und die jubeln wir jetzt hier in Bällchenform raus. Ja, und was nehmen wir da als Basis für Karpfen? Nehmen wir natürlich Erbse, nehmen wir Mais, nehmen wir Weizenkleie oder nehmen wir vielleicht noch Roggen. Das sind so, ich sag mal, die 4 absoluten Basics. Was man natürlich auch immer mal wieder gut verwenden könnte, wären dann noch die Hanfsamen. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Hanfsamen verwende ich eher, wenn die Futtermische tendenziell eher so ein bisschen ins Grünliche geht. Wenn es eher ein bisschen süßlich wird, dann tendenziell hier eher Maismehl oder Weizenkleie. Und ansonsten diese rustikaleren Aromen, da nehme ich auch mal einfach hier Roggen. Roggen ist ja auch eher ein bisschen würziger von der Grundaromatik, ein bisschen fester vom Teig her und allem. Und Erbse geht auch immer ganz gut. Gerade auch mal testen bei kühleren Temperaturen mit dem höheren Eiweißgehalt durchaus eine Option. Jetzt gerade ist es, glaube ich, gar nicht mal so kühl. Ich fange einfach mal mit Roggen, glaube ich, an als Basis. Und da wir hier ja jetzt gerade Lachs drin haben, also eher was Fischiges, gucken wir einfach mal nach. Ich habe hier Lachs und Thunfisch in 2 Varianten und wir könnten dann natürlich noch einen Boilie schreddern. Also nehmen wir einfach mal hier jetzt die beiden Lachs-Kombinationen. Dann nehmen wir als nächste Komponente nochmal einen Mais. Dann nehmen wir einfach die Maisbasis. Wir verwenden ja auch gerade Maiskorn. Und hier nehmen wir natürlich als Dip auch noch den Lachs. Nehmen wir mal einfach Lachsöl. Gehen wir mal ein bisschen fettiger noch mit rein. Und jetzt müssen wir noch mal eben was schreddern. Und zwar schreddern wir noch mal einen Lachs-Boilie. Wenn ihr noch nicht schreddern könnt oder das Teil noch nicht habt. Und der ist ausgeschlitzt. Da war ein bisschen... war ich wahrscheinlich zu spät dran. So, ziehen wir mal eben direkt wieder raus und... werfen ihn auch direkt wieder rein hier. Zack. So. Also. Ja, wir müssen schreddern. Und zwar nehmen wir jetzt hier den Zerkleinerer. Wir nehmen hier nochmal den Lachs. Und dann nehmen wir entweder Soluble. Diese beiden haben eine Bonuswirkung. Oder irgendwas Normales. Pop-up oder sinkend, das ist egal. Die Pop-Up-Wirkung ist beim geschredderten Boilie nicht mehr relevant. Also da ist es wurscht. Da empfiehlt es sich immer, das günstigste zu nehmen. Die kleinen Boilies sind da am günstigsten. Aber ich nehme jetzt hier in dem Fall Soluble. Also nochmal auflösend. Das heißt, wir schreddern das. Die Oberfläche vergrößert sich. Das löst sich also nochmal schneller auf. Nochmal eine größere Lockwirkung. Das einmal herstellen. Und dann kommt das schön... hier so pink, wie es ist, in unsere Bällchenmische rein. Zack. Lachs. Und dann lüppt der Lachs. Also, das ist jetzt hier Lachs B für Bernie. Einfach mal kurz abgekürzt. Und ja, herstellen. Und dann raus damit. Qualität 9 von 10. Das ist gut. Gucken wir mal eben kurz im Inventar hier. Lachs B. Und da ist sie auch schon. So, und jetzt werfen wir das einfach mal hier ganz entspannt auf. Ungefähr, ja, so auf halb. Ungefähr auf 9 oder 10 Meter. Aus damit, jawohl. So, wie viel werfen wir raus? Ich würde sagen, für den Start erstmal so 10 Stück. Ganz auf entspannt. Mit 10 Stück oder sowas. Um die 10 macht man erstmal nichts verkehrt. Dann heißt es natürlich wieder warten. Jetzt haben wir gerade Mittagszeit. Das heißt, wir haben sowieso noch ein bisschen Flaute. Gerade der richtige Zeitpunkt, um das Ganze durch sich so ein bisschen verteilen zu lassen. Und dann beeinflussen wir jetzt durch die Futtermische den Spot. Das heißt, manche Populationen an Fischen, die jetzt hier da sind, gehen vielleicht eher hoch. Manche gehen vielleicht eher runter durch die Futtermische. Für manche ist die Futtermische interessant und für manche weniger interessant. Das gilt es immer auszuprobieren und das kann man
einfach auch nur durch Erfahrung variieren und testen. Wenn jetzt gleich der Spot absolut tot ist, naja, dann ist es nun mal so. Dann heißt es, das Gleiche nochmal machen, vielleicht jetzt auf 15 Meter Entfernung. Einmal testen ohne, einmal testen mit. Und wenn dann der Spot wieder tot ist nach dem Reinwerfen der Futtermische, dann ist die Futtermische wahrscheinlich nicht so gut. Heißt also, einfach nochmal was Neues testen. Einfach auch mal vielleicht mit irgendwelchen Basics rangehen. Wobei es sich halt dann doch immer wieder empfiehlt, in die Futtermische solche Komponenten mit reinzunehmen, die eben auch hier als Köder drinne sind. Also das sollte man schon machen, damit das auch geht. Und es zubbelt auch direkt wieder los, das ist doch ein gutes Zeichen. Und gerade wenn es jetzt gleich so gegen 16 Uhr, 17 Uhr langsam dann in Richtung Abend losgeht, dann muss hier nochmal richtig Frequenz kommen. Dann sollten hier die Brocken nochmal reingehen. Gerne natürlich hier auch nochmal schön die seltenen, so ein Geisterschuppi in groß würde ich auch noch gerne mitnehmen, warum auch nicht. Zack, ich glaube, da ist er schon dran. Übrigens, wenn wir jetzt hier, wir hatten ja gerade noch einen Aaland, wenn wir jetzt hier speziell einen Aaland weiter im Fokus haben wollen, dann kann man das natürlich auch machen. Das heißt, wir nehmen dann einfach, um da auf Nummer sicher zu gehen, das heißt, wenn man so ein bisschen ratlos ist, ja, was könnte ich denn machen? Es gibt ja, wenn man N drückt, hier kommen sie, vorgegebene Futtermischen. Wer hätte das gedacht, dass es hier sogar Futtermischen gibt, die man einfach verwenden kann? Ob das nun Brassenfuttermische ist, Barbenfuttermische, Graskarpfen, also Amur, oder normale Karpfenfuttermische. Hier haben wir auch schon Basics drin. Das heißt, wir könnten fürs Karpfenangeln mit dem Bällchen auch genau das so aufbauen. Haben hier dann, also wir bauen das nach, haben hier noch zwei Plätze frei, setzen dann da an der Stelle zweimal jetzt zum Beispiel gerade Lachs ein, nehmen vielleicht noch als Soße auch noch den Lachs und dann haben wir schon eine gute, solide Basis-Futtermische fürs Karpfenangeln. Gleiches Beispiel, Aaland, gerade noch gefangen, auf Lachs, heißt also, wir nehmen diese Komponenten als Basis, kombinieren dann nochmal unseren Köder, also zweimal Lachs dazu, plus die Aromatik, Sonnenblumenöl ist absolut neutral, das kann man einfach getrost ersetzen, Lachs mit rein und schon haben wir eine Aaland-Futtermische plus Lachs, nenne ich das dann immer, weil das eben die Aaland-Basis ist, mit Lachs geedet. Und so zieht sich das durch die ganzen normalen Standard-Basismischen. Heißt also für dich, wenn du ein bisschen planlos bist mit den Futtermischen und da erstmal rumprobieren möchtest und das sollte vielleicht nicht so ganz wild zusammengesponnen sein, dann einfach mal hier an diese Futtermischen orientieren. Güster zum Beispiel. Wir haben hier drei Komponenten. Wir nehmen dann zum Beispiel, wenn wir hier mit gehackten Würmern unterwegs sind oder mit Würmern unterwegs sind, nehmen wir noch gehackte Würmer mit rein, dass wir hier nochmal eine Komponente mehr drin haben. Oder man kann dann auch hier als Aromatik, gibt es glaube ich sowas in Richtung Regenwurm oder sowas, das kann man natürlich auch nehmen. Oder Mistwurm-Feed-Pellets kann man auch noch mit reinnehmen. Also es gibt immer wieder verschiedenste Möglichkeiten, hier das nochmal zu kombinieren. Schleie zum Beispiel, was nehmen wir für die Schleie? Nehmen wir Käsewürfel mit rein, zack, Schmelzkäsesnack mit rein. Käse kann man auch so mit rein tun. Oder man nimmt sahnige Komponenten mit rein oder man nimmt Kokossahne mit rein. Und schon hat man super Futtermischen. Und es lübt links und rechts in und alle drei. Na siehst du, so soll das doch gehen. Also, so moke wieder. Und wenn du jetzt Bock hast hier auf Lachs am Bernie, na dann Attacke Vollgas, zieh raus die Brocken. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr immer. Petri.